Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diese Einladung. Das ist natürlich ein Thema, von dem ich lieber gehabt hätte, dass man 25 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr drüber hätte sprechen müssen. Aber es ist leider anders gekommen. Die SED ist immer noch unter uns. Das wissen selbst manche Qualitätsjournalisten in unserem Lande nicht mehr, wie ich immer mal wieder feststellen kann. Zum Beispiel ist es Peter Frey vom ZDF bei einem Sommerinterview mit Gysi passiert, dass er den Gysi gefragt hat, ja sagen Sie mal, wie haben Sie denn das gemacht, dass Sie drei Parteien erfolgreich gegründet haben? Na, das waren nicht drei erfolgreiche Parteigründungen, sondern das war eine dreifache Umbenennung der alten Partei. SED, SED, PDS, PDS, Linkspartei, Linke. Ja? Und wenn die Qualitätsjournalisten unseres Landes das schon nicht mehr wissen, dass die Linke immer noch die alte SED ist, übrigens ist auch mehrheitlich die Mitgliedschaft noch die alte SED, ganz besonders an der Führungsspitze, alle oder fast alle prominenten Politiker der Linken, natürlich der unvermeidliche Gregor Gysi an der Spitze, waren schon 1989 aktiv. Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linke, war der Geschäftsführer der SED, der Schatzmeister der SED. Roland Klaus, Bundestagsabgeordneter der Linke, war damals schon im SED-Vorstand. Gregor Gysi war der letzte Vorsitzende der SED. Ihm ist ja das Kunststück gelungen, die Auflösung der Partei zu verhindern, weiß man heute eigentlich auch nicht mehr. Aber im Dezember 1989, kurz nach dem Mauerfall und unter dem Eindruck des rapiden Autoritätsverlustes der SED, sind auf den letzten SED-Parteitag in Berlin die Delegierten mehrheitlich zusammengekommen in dem festen Willen, die SED aufzulösen. Der damalige Partei- und Regierungschef Modrow, Hans Modrow, hat dann während des Parteitags gemerkt, dass seine Autorität, sein Standing, wie man neudeutsch heute sagt, in der Partei nicht ausreicht, um die Auflösung zu verhindern. Und da hat er einen Mann nach vorn geschoben, der damals schon die geheime Allzweckwaffe der SED war, nämlich Gregor Gysi. Und Gysi ist es mit seinem inzwischen so landesweit bekannten rhetorischen Talent gelungen, in einer 2-Stunden-Rede die Delegierten erstmal zu überzeugen, jetzt noch nicht zu handeln, sondern einen zweiten Parteitag einzuberufen in 14 Tagen, 14 Tage später, und sich in den 14 Tagen nochmal zu überlegen, ob sie die Partei wirklich auflösen wollen. Und seine Kernargumentation, die dann offensichtlich auch alle überzeugt hat, war: Genossen, wenn ihr die Partei auflöst, dann ist das Vermögen futsch. Unsere ganze Infrastruktur ist dahin, alles ist weg und wir müssen beim Punkt Null anfangen. Das wollten dann die Genossen doch nicht. Und als sie dann 14 Tage später nochmal zur zweiten Hälfte des Parteitags zusammenkamen, gab es eine Mehrheit für die Erhaltung der Partei. Gysi wurde dann zum neuen Vorsitzenden gewählt und die Partei legte sich etwas zu, was vor 25 Jahren noch modischer war, als es heute ist, nämlich einen Doppelnamen, SED-PDS. Diesen Doppelnamen SED-PDS behielt sie allerdings nur 6 Wochen, denn am 30. Januar 1990 ist am runden Tisch beschlossen worden, der runde Tisch für diejenigen, die sich vielleicht nicht so genau erinnern, war diese Institution, die letzten Tage der SED-Regierung begleiten musste, weil die SED-Regierung unter Modrow
nicht mehr regierungsfähig war wegen ihres Autoritätsverlustes und so weiter. Also an diesem runden Tisch ist am 30. Januar 1990 beschlossen worden, dass die Volkskammerwahlen, die ersten und letzten freien Volkskammerwahlen der DDR, nicht wie ursprünglich geplant im Juni 1990 stattfinden können, sondern sie mussten vorgezogen werden auf den März, auf den 17. März, 18. März. Und in dem Augenblick, also nach diesem Beschluss am runden Tisch, hat Gysi dann entschieden, dass die Partei das SED fallen lässt, weil er sich dann als PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, bessere Chancen bei den Volkskammerwahlen versprach. Und diese Volkskammerwahlen fanden unter ganz bestimmten Voraussetzungen statt. Die Herbstrevolution hatte ja mehrere Parteineugründungen hervorgebracht. Die SDP, wie sie sich am Anfang hieß, Anfang nannte, die Sozialdemokratische Partei der DDR, die Grüne Partei der DDR, der Demokratische Aufbruch, Demokratie jetzt, die Initiative für Frieden und Menschenrechte und natürlich das Neue Forum. Diese Bürgerrechtsparteien mussten, obwohl sie eben erst gegründet waren, keinerlei Ressourcen, hatten kein Geld, kein Personal, diesen Volkskammerwahlkampf genauso bestreiten wie die SED, die auf ihren gesamten Parteiapparat ihr gesamtes Vermögen, und wir sprechen von 24 Milliarden D-Mark Parteivermögen. Also so müsste dieser Volkskammerwahlkampf bestritten werden. Und Gysi hat aber nicht nur an die Volkskammerwahl gedacht, sondern er hat natürlich schon ein paar Schritte weiter gedacht. Er hat natürlich daran gedacht, dass irgendwann mal die Frage nach dem SED-Vermögen gestellt werden würde. Und er hat dann als wirklich seine erste Amtshandlung als SED-Vorsitzender eine Arbeitsgruppe gegründet, die hieß dann Sicherung des Parteivermögens. Da gehörten solche Leute wie Lothar Bisky, vielleicht inzwischen verstorben, aber vielleicht auch noch bekannt. André Brie, das ist übrigens der Mastermind hinter Gysi. Ne? Alles, was Gysi tut und äußert, ist von Brie erdacht worden. Jedenfalls die großen strategischen Linien und so weiter. Gysi selber natürlich, Modrow und so weiter, gehörten dieser Gruppe Sicherung des Parteivermögens an. Roland Claus, den ich schon erwähnt habe, auch. Und die waren so erfolgreich, dass fast das gesamte Vermögen in dunklen Kanälen verschwunden ist. Und heute überall dort ist, wo sich Geld wohlfühlt. Bei Gazprom zum Beispiel. Der griechische Telefonmarkt wurde mit verschobenem SED-Vermögen digitalisiert. Etliche griechische Inseln gehören heute der Linken. Das ist natürlich auch in Luxemburg und in der Schweiz. Lothar Bisky hat zum Beispiel zwei GmbHs gegründet, die in Luxemburg angemeldet wurden. Eine in West-Berlin noch und so weiter und so fort. Also die Verteilung des Parteivermögens ist sehr gut geglückt, und das Ergebnis ist, dass die Partei jede Menge materielle Ressourcen hatte, um ihr Überleben zu sichern und auf die sie da zurückgreifen konnte. Aber das allein hätte nicht ausgereicht, hätte ihr das Überleben nicht gesichert. Die PDS ist mit knapp 20% in die Volkskammer eingezogen und konnte da schon von ihrer prozentualen Stärke her nicht verhindern, dass sich die beiden deutschen Teilstaaten sehr schnell vereinigt haben. Und im Übrigen ist diese Vereinigung unter dem Druck
der Straße in der DDR passiert. Das erzähle ich auch immer noch mal gern, weil im letzten Jahr konnte man das, wenn man genau hingeguckt hat, noch mal beobachten. Da waren ja diese vielen Berichte über den Mauerfall und über weniger die Herbstrevolution. Die meisten haben immer noch den Eindruck, das hätten nur Demonstrationen in Leipzig stattgefunden. Dabei waren in mehr als 30 Städten der DDR diese Demonstrationen, sehr viel mehr Demonstrationen als in Leipzig waren übrigens in Dresden. Und nach dem 30. Jahr, also in der Zeit von der ersten Montagsdemonstration am 4. September 1989 bis zum Mauerfall, waren im Vergleich zwischen dem 30. Januar, also dem Tag, wo der runde Tisch beschlossen hat, dass die Volkskammerwahlen stattfinden sollen, und dem 27. September, Dezember 1989, wo nach der Weihnachtspause die Demonstrationen in der DDR wieder mit voller Wucht einsetzten. Also in dieser kurzen Zeit von 27. Dezember bis zum 30. Januar waren viermal mehr Menschen auf der Straße als in der Zeit zwischen dem 4. September und dem 9. November. Viermal mehr Menschen in manchen Städten wie in Plauen, drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung. Und ich sage das immer in allen meinen Vorträgen. Ich kenne kein historisches Beispiel, wo drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung einer Stadt auf der Straße waren, um für ein Ziel zu kämpfen. Und fordere immer alle aus, falls einem ein historisches Beispiel einfällt, soll er mir das sagen. Ist bis jetzt nicht passiert. Drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung mancher Städte auf der Straße für die Vereinigung. Das ist im letzten Jahr unter den Tisch fallen gelassen worden. Und in diesem Jahr wird auch nicht darüber geredet. Also, und die Vereinigung fand ja auch sehr schnell statt. Also die SED war nicht in der Lage, das zu verhindern. Und dann standen die ersten gemeinsamen Bundestagswahlen vor der Tür. Im Dezember 1990. Und das wäre das Ende der SED gewesen, weil die wären bundesweit nicht über 5% gekommen. Und das wusste André Brie, von dem ich ihm ja gesagt habe, das ist der Denker hinter Gysi, ganz genau. Und was haben die gemacht? Die haben sich Folgendes ausgedacht. Gysi ist eines Tages dann zu Bärbel Bohley, das ist die bekannteste Bürgerrechtlerin der DDR gewesen, die Mitbegründerin des Neuen Forums, und anderen Mitgliedern des Vorstands des Neuen Forums gegangen und hat ihnen Folgendes vorgetragen. Also die ersten gemeinsamen Bundestagswahlen stehen vor der Tür, die Bürgerrechtsparteien der DDR sind ganz schwach, die werden in einem gemeinsamen Wahlgebiet nicht erfolgreich sein können, die werden unter den Tisch fallen, und deshalb müsste die erste gemeinsame Bundestagswahl in zwei getrennten Wahlgebieten stattfinden. Bärbel Bohley und der Vorstand vom Neuen Forum fanden das überzeugend, und sie sind mit Gysi als ihrem Anwalt nach Karlsruhe gegangen und haben für zwei getrennte Wahlgebiete geklagt. Was ihnen nicht eingefallen ist, war, dass es Gysi ja gar nicht um die Bürgerrechtsparteien der DDR ging, sondern das ging ihm um das Überleben der SED. Die SED hatte nur eine Chance, wenn es zwei getrennte Wahlgebiete gab, weil sie wussten, auch nach den Ergebnissen der Volkskammerwahl im März, dass sie auf jeden Fall in dem Wahlgebiet auf dem Territorium der ehemaligen DDR über die 5% kommen werden, deutlich. So kam es dann auch. Und die SED zog in den ersten gemeinsamen Deutschen Bundestag ein. Natürlich nicht als Fraktion, weil sie eben bundesweit nicht über 5% gekommen sind, sondern als Bundestagsgruppe. Das zweite Ergebnis dieser Wahl war, dass tatsächlich die Bürgerrechtsparteien der DDR in den Bundestag gekommen sind, weil sie auf dem Wahlgebiet der DDR die 5%-Hürde übersprungen haben. Bündnis 90 Grüne der DDR
war eine kleine Bundestagsgruppe in der ersten Legislaturperiode nach der Vereinigung, also von 1990 bis 1994. Die Westgrünen waren nicht in den Bundestag gekommen, die sind damals an der 5%-Hürde gescheitert. Und, aber das wichtigste Ergebnis war, dass die SED, PDS im ersten gemeinsamen Deutschen Bundestag war und seitdem ist sie dort auch geblieben. Aus eigener Kraft, trotz ihres vielen Geldes, hätte sie das wahrscheinlich nicht geschafft. Und da kamen ihnen ihre Verbündeten im Westen zu Hilfe. Denn es gab ja jede Menge westintellektuelle, linke Westintellektuelle, die immer der Meinung waren, dass die DDR das bessere Deutschland war. Vor allen Dingen deshalb, weil sie es selber nicht aushalten mussten. Und beim Rotwein in der Toskana immer gut darüber resonieren können, dass die deutsche Teilung das einzig richtige Ergebnis, das einzig richtige Resultat nach der Hitler-Diktatur war. Wie gesagt, sie selber mussten das nicht aushalten. Die waren natürlich schockgelähmt, als dann das angeblich bessere Deutschland so zusammenbrach. Als sie ihren Schock überwunden haben, haben sie alles dran gesetzt, dass aus der SED dann wenigstens die richtige linke Partei wird. Ja, ihrer Meinung nach gab es in der BRD keine richtige linke Partei und sie projizierten dann ihre mit der DDR untergegangenen Hoffnungen auf die SED. Der Glücksfall für die SED war natürlich, dass sie Gysi an der Spitze hatten, der sofort zum Medienliebling avancierte mit seinem rhetorischen Talent. Und Gysi war ja über, jetzt kann man sagen, Jahrzehnte fest auf allen Talkshow-Podien angenagelt. Ja, kaum eine Talkshow ohne Gysi. Und sehr viel später ist es gelungen, vielleicht noch Sarah Wagenknecht ein bisschen als Ersatzfrau zu präsentieren, aber im Wesentlichen war es Gysi, der besonders im ersten Jahrzehnt, aber auch noch die Hälfte des zweiten Jahrzehnts nach der deutschen Vereinigung einfach in allen Talkshows war. 24 Mal bei Christiansen, ja, allein. Und das hat insgesamt gewirkt. Natürlich hat wieder André Brie, also der Denker hinter Gysi, von Anfang an gewusst, dass auf die Dauer die SED doch nicht überleben kann, wenn ihr nicht die Westausdehnung gelingt. Und die Westausdehnung gelang ihr nicht. Obwohl Gysi in allen Universitäten, wahrscheinlich wirklich in allen Universitäten der Bundesrepublik aufgetreten ist, dort versucht hat, zum Teil mit Erfolg PDS-Gruppen zu gründen. Es gelang der SED, PDS nicht aus eigener Kraft im Westen sich fest zu etablieren und über die 5% zu kommen. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, in der Legislaturperiode von 94 bis 98, oder war es von 98 bis 2002, saßen ja nur noch zwei Damen der PDS im Bundestag, weil die PDS nicht mehr über die 5%-Hürde gekommen ist. Und nur die beiden Damen, die ihr Direktmandat gewonnen haben, in den Bundestag eingezogen sind. Und das wäre auch so geblieben. Und dann ist ihnen das geschenkt worden, was sie aus eigener Kraft nicht erreicht haben, nämlich von Oskar Lafontaine und der, wie hieß sie, Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, WASG, die unter dem Einfluss von Oskar Lafontaine sich dann bereit erklärt hat,
sich mit der PDS zu vereinigen. Die Vorbereitung der Vereinigung sah dann so aus, dass die PDS sich in Linkspartei umnannte. Und nach der Vereinigung haben sie sich dann die Linke genannt. Und durch diese Morgengabe, also der Westausdehnung, die WASG war ja sozusagen ein Westgewächs, ist es dann der SED, PDS, Linke gelungen, sich bundesweit zu etablieren und über die 5%-Hürde zu kommen. Deshalb haben wir die SED heute immer noch unter uns. Und sie hat aber einen viel größeren Einfluss auf die Entwicklung und die Politikgestaltung unseres Landes gehabt, als ihr prozentual eigentlich zusteht oder man annehmen müsste von ihrer Prozentzahl, die sie in die politische Waagschale werfen kann. Es ist nämlich der PDS gelungen, den Antifaschismus der DDR auf das Vereinigte Deutschland zu übertragen. Die Konsequenz in der Bundesrepublik auf die Nazi-Diktatur war ja der antitotalitäre Konsens, der das geistige Leben der alten Bundesrepublik geprägt hat. Also die Lehren aus den zwei Diktaturen des letzten Jahrhunderts, der nationalsozialistischen und der kommunistischen Diktatur. Und der PDS ist es gelungen, den verlogenen Antifaschismus der DDR an die Stelle des totalitären Konsenses der alten Bundesrepublik zu setzen. Und zwar sehr erfolgreich. Das ging schon sehr früh los. Im Dezember 1989, als klar war, dass die Demonstrationen, also dass die Macht der SED unaufhaltsam zerfällt und die ganze Entwicklung auf eine Vereinigung hinlaufen würde, hat die Partei nochmal große Anstrengungen unternommen, das zu verhindern. Im Dezember 1989 erschienen über Nacht neonazistische Schmierereien auf dem Ehrenmal der sowjetischen Soldaten im Treptower Park in Ost-Berlin. Es war eine ungeheure Provokation, besonders für die Sowjets, also wir hatten ja noch 200.000 bis an die Zähne bewaffnete sowjetische Soldaten im Land. Diese Inschriften, also die Schändung des Ehrenmals der gefallenen sowjetischen Soldaten in Berlin, zielte natürlich darauf, dass Gorbatschow seine Haltung nicht einzugreifen aufgeben sollte und die SED hatte dann auch sofort eine große Kundgebung organisiert und hat die Gefahr von rechts heraufbeschworen, also wenn jetzt nicht der drohenden Vereinigung etwas entgegengesetzt wird, dann würde Deutschland sozusagen ins Vierte Reich abdriften. Das war eine Denkfigur der SED, die sehr schnell auch von der westdeutschen Linken übernommen wurde. Das hatte dann nicht ganz den gewünschten Erfolg, denn im Januar, am 15. Januar 1990, ist dann endlich in Berlin die Stasi-Zentrale gestürmt worden. Und ein Ergebnis dieser Erstürmung der Stasi-Zentrale war, dass man die Spraydosen fand, mit denen in Treptower Park die Losungen gesprayt wurden. Also ist dieser Versuch relativ
schnell zusammengebrochen. Das hat aber die PDS nicht davon abgehalten, weiter erfolgreich oder weiter diese rechte Gefahr zu beschwören. Und das Wahlplakat der PDS für die erste Bundestagswahl war, das am meisten geklebt wurde, hieß 3 gegen rechts. Und auf dem Plakat waren Gysi, Biesky und der Berghofer zu sehen. Berghofer ist, war Oberbürgermeister von Dresden, hat in der Herbstrevolution, ist er sehr bekannt geworden, hat eine Rolle als Reformer der PDS gespielt und war einer der wenigen Reformer in der SED-PDS, die es wirklich ernst meinten. Er ist nämlich dann auch aus der später relativ schnell aus der PDS ausgetreten, aber damals im 1990 war er noch eine der sozusagen Hoffnungsträger der PDS, also Wahlplakat 3 gegen rechts. Und dann brannten in Rostock-Lichtenhagen und in Hoyerswerda die Asylbewerberheime. Werden Sie sich vielleicht noch daran erinnern. Was damals nicht untersucht worden ist, ist, dass erstens Rostock-Lichtenhagen und auch Hoyerswerda Gebiete waren, die Plattenbaugebiete, damals noch hauptsächlich von SED-PDS-Genossen bewohnt. In der DDR war es nämlich so, dass jeder, der so ein bisschen Privileg hatte, und das waren ja vor allen Dingen die SED-Mitglieder, sich eine Plattenbauwohnung besorgte, weil die Altbausubstanz in der DDR total verrottet war. Es war nicht besonders attraktiv, in Altbauwohnungen zu wohnen, auch wegen der Ofenheizung und so weiter und so fort. Also die wohnten alle in der Platte, ja, selbst die Staatssekretäre oder also die hohen Funktionäre. Und ausgerechnet da mitten in den PDS-Wohngebieten brannten Asylbewerberheime. Und was von den Journalisten nie recherchiert wurde, obwohl man ja die Videos oder die Filmaufnahmen hatte von den Zuschauern, wer waren eigentlich die Leute, die da standen und zugeguckt haben? Wenn sie das nämlich recherchiert hätten, dann hätten sie festgestellt, dass da überdurchschnittlich viele Stasi-Mitarbeiter dabei waren. Ja? Denn was im Gegensatz zu dem, was die PDS versucht hat, der Öffentlichkeit weiß zu machen, nämlich dass Neonazismus auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ein Phänomen wäre, was aus Westdeutschland, aus der BRD rübergeschwappt wäre nach der Öffnung der Grenzen, war es tatsächlich so, dass es ziemlich starke Neonazi-Gruppen in der DDR gab. Und das Phänomen bis heute in der Öffentlichkeit absolut unbekannt, obwohl wissenschaftlich durchaus untersucht war, dass diese Neonazi-Gruppen in enger Verbindung mit Armee und Stasi standen. Also wir hatten die härteste Neonazi-Gruppe, die es in der DDR gab, die wurden Fallschirmjäger in der NVA. Ja. Und dass auch im Westen, also ein auch im Westen bekannt gewordener neonazistischer Überfall auf eine Veranstaltung der Bürgerrechtsbewegung der DDR im Herbst 1987, ein Überfall auf die Berliner Zionskirche mit dem Ruf Juden raus aus deutschen Kirchen, kam von dieser härtesten Neonazi-Gruppe. Die hatten auf einer Feier zur Verabschiedung eines ihrer Kameraden zum 10-jährigen Ehrendienst in die NVA diesen Überfall beschlossen und dann auch ausgeführt. Das ist alles wissenschaftlich untersucht und belegt. Ja.
aber in der Öffentlichkeit eben total unbekannt. Und nach der Stasi-Aktenöffnung konnten wir an vielen Stellen nachlesen, dass die Stadtsicherheit sehr wohl Verbindungen zu Neonazis hielt und hat die vor allen Dingen eingesetzt, um Kirchengemeinden unter Druck zu setzen, damit sie Veranstaltungen der Bürgerrechtsbewegung absagen. Ja, also unter dem Motto, wenn ihr diese Veranstaltung von diesen Gruppen wirklich bei euch stattfinden lassen wollt, dann können wir nicht dafür garantieren, dass nicht die Kirche oder der Gemeinderaum überfallen werden. Also diese enge Verbindung zwischen den bewaffneten Organen der DDR und der Staatssicherheit und den Neonazi-Gruppen ist nie thematisiert worden. Es ist nie untersucht worden, wer wirklich hinter diesen Brandstiftungen steckte. Die sind ja auch nie ermittelt worden, die Täter, falls Sie sich erinnern oder das sicherlich vergessen haben. Die Täter dieser Brandstiftungen sind nie ermittelt worden. So wie heute auch zum Beispiel die Täter von der in Brand gesetzten Asylbewerberheime in Vorbereitung in, mit V ist es, Vorra, genau, nicht ermittelt werden konnten. Also die PDS hat alles dafür getan, auch ihre riesigen propagandistischen Mittel genutzt, um ihren Antifaschismus zu etablieren, und es ist ihr wirklich gelungen. Es ist ihr wahrscheinlich besser gelungen, als sie sich je erträumt hat. Heute gibt es nämlich eine Mainstream-Antifa. Bei uns, während es noch Anfang der 90er Jahre durchaus sehr kritisch in der Öffentlichkeit vermerkt wurde, wenn rauskam, dass diese oder jene PDS-Bundestagsabgeordnete Beziehungen zur Antifa unterhielt, wird das heute ganz offen praktiziert. Und zwar nicht mehr nur in der Linken, sondern auch in der SPD. Ja. Und heute ist es sogar so weit gekommen, dass ein breites Bürgerbündnis, zum Beispiel in Sachsen, aufruft zu einer Gegendemonstration gegen friedliche Demonstranten, deren Meinung dem Mainstream nicht passt. Und dem breiten Bürgerbündnis gehört Dresden Nazifrei an. Das ist eine linksradikale Gruppe, und zwar die linksradikale Gruppe, die über Jahre das Gedenken an den Bombenterror in Dresden gestört hat. Und zwar mit gewaltsamen Mitteln. Inzwischen sind sie in Dresden so sehr etabliert, dass sie von der Stadt Fördermittel erhalten. Und sie erhalten nicht nur von der Stadt Fördermittel, sie erhalten auch Fördermittel aus dem Familienministerium. Und die Antifa, auch die militante Antifa, ist inzwischen so etabliert, dass sie aus eben diesem Familienministerium jetzt inzwischen regelmäßig Fördergelder erhält. Und mit der neuen Familienministerin, Frau Schwesig, ist dann nochmal eine neue Qualität erreicht worden. Während die letzte Familienministerin, Christina Schröder, noch versucht hat, diese Entwicklung einzudämmen, und als sie das Familienministerium übernommen hat, eine Extremistenklausel eingeführt hat und gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass wir Steuergelder an radikale Gruppen geben, und wer Steuergelder bekommt durch Förderprogramme, der muss sich zum Grundgesetz bekennen. Es gab damals einen großen Aufschrei in den Medien. Gottes Willen, wie kann man sowas machen?
Sie ist aber standhaft geblieben. Sie hat durchgesetzt, dass es diese Extremistenklausel gab. Frau Schwesig hat die außer Kraft gesetzt. Und sie konnte das außer Kraft setzen, weil die neue Große Koalition in ihrer Koalitionsvereinbarung zwar alle möglichen Programme hat, was sie jetzt bekämpfen will, also auch ganz neue Dinge wie also Homophobie oder Transphobie. Also bevor dieser Koalitionsvertrag gemacht wurde, hatte man gedacht, was gibt es jetzt wirklich Transphobie als Phänomen? Jetzt steht es im Koalitionsvertrag. Was man im Koalitionsvertrag nicht findet, sind Programme gegen, also dass man gegen den Islamismus kämpfen möchte und gegen den Linksextremismus. Das kommt, Islamismus und Linksextremismus kommen im Koalitionsprogramm nicht mehr vor. Ja? Muss man sich mal vorstellen. Und diesen Freiraum hat Frau Schwesig sofort genutzt und hat die Extremismusklausel gestrichen und sie hat noch mehr gemacht. Sie hat die von Christina Schröder installierten Programme gegen Linksextremismus gestrichen. Wer heute auf die Seite vom Familienministerium geht, der findet die zwar noch, also da steht zwar noch, es gäbe Programme gegen den Linksextremismus und Programme gegen den Rechtsextremismus. Wenn man dann aber auf die Programme gegen Linksextremismus klickt, dann landet man bei Programmen gegen Rechtsextremismus. Also weil die gibt es nicht mehr, das Geld ist in die Programme gegen Rechtsextremismus geschoben worden. Und das bedeutet zum Beispiel, dass eine Stiftung wie diese Antonio Amadeo Stiftung über 1 Million bekommt. Die Chefin dieser Stiftung ist übrigens eine ehemalige IM der Staatssicherheit, Annetta Kahane. Ja? Die ihre Künstlerkollegen an die Staatssicherheit verraten hat. Also nur mit solchen, da könnte man noch mehrere Beispiele bringen, kann man zeigen, wie sehr diese Strukturen heute noch fortwirken. Und sie können natürlich inzwischen auch mit politischer Unterstützung rechnen. Sie sind in den Medien präsent und werden eigentlich schon bis hin in die CDU akzeptiert. Also ich habe inzwischen auch schon von CDU-Mitgliedern oder CDU-Abgeordneten gehört, ja, wir können doch eigentlich froh sein, dass es die Antifa gibt, denn können wir wenigstens nicht vergessen, wie wichtig der Kampf gegen rechts ist. Und man kann sagen, also der Kampf gegen den Nationalsozialismus wird natürlich also umso stärker geführt, je weiter der weg ist. Ja? Und je weniger Neonazis wir im Lande noch haben. Ich sag mal ein Beispiel, die NPD ist jetzt gerade dabei zu zerbröckeln, weil in Sachsen mal aus Versehen rauskam, dass ein Viertel der aktiven Mitglieder Agenten des Verfassungsschutzes sind. Ja, das stand sogar als Randnotiz jetzt in den Medien, vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen. Und immer mal so schlaglichtartig ist ja auch klar geworden, es gab auch hier in NRW mal zwei ganz aktive NPDler, die haben auch eine Zeitung rausgegeben und stellte sich hinterher auch raus, dass die vom Verfassungsschutz waren. Und dann werden ja zum Beispiel gegen die Pegida-Demonstrationen wird ja immer als Argument ins Feld geführt, ja, da würden ja auch Rechtsextreme mitlaufen. Und unter anderem in Berlin gibt es ja auch so eine kleine Pegida-Bewegung. Da waren bei der einen Demonstration 500 Leute da
Und dann hieß es am anderen Tag in den Medien, aber da wären auch 5 amtsbekannte Rechtsextreme dabei gewesen. Ja? Und dann habe ich habe das kommentiert, ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben und habe kommentiert, wunderbar, ja. Wenn wir jetzt noch wissen, wie viele von den 5 Agenten des Verfassungsschutzes waren, können wir uns ein realistisches Bild über die neonazistische Unterwanderung der Pegida machen. Ja? Also es wird der verlogene Antifaschismus der DDR, der inzwischen hier im Mainstream des Vereinten Deutschlands fest etabliert ist, angewandt gegen die Bürger. Ja? Gegen die Bürger. Und ich glaube, das hat in der Bundesrepublik auch keine vergleichbare Situation gegeben, wo die Bürger dieses Landes oder wo Bürger dieses Landes von Politik und Medien dermaßen beschimpft worden sind, wie wir das Ende des letzten Jahres und Anfang diesen Jahres erlebt haben. Und ich muss mal ehrlich sagen, als wir damals vor 25 Jahren für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter auf die Straße gegangen sind oder vorher in der Bürgerrechtsbewegung der DDR schon lange vorher dafür gekämpft haben. Also unter anderem bin ich ja in der DDR deshalb im Gefängnis gelandet, weil ich zu einer SED-Demonstration gegangen bin und auf meinem Plakat stand, jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Das war der erste Satz von Artikel 27 der Verfassung der DDR. Ja. Aber damals hat mich das in den Stasi-Knast gebracht. Und ja, also im Augenblick muss ich nicht befürchten, dafür ins Gefängnis zu gehen. Jedenfalls hoffe ich, dass es noch nicht so weit ist. Aber dass Freiheit eben die Freiheit der Andersdenkenden ist, das ist langsam gründlich vergessen. Ja? Und das wird in manchen Zeitungen sogar schon so artikuliert. Ich habe jetzt leider nicht präsent, das ist immer der Fehler oder der Nachteil, wenn man frei spricht. Ja? Mir fällt jetzt der Name des Mannes nicht ein, der vor kurzem in der Frankfurter Rundschau einen Beitrag geschrieben hat und gesagt hat oder geschrieben hat, naja, also wir wissen ja, dass es Leute gibt, die nicht so denken, also die nicht so tolerant und weltoffen sind und die anders denken und Vorurteile haben. Welche Vorurteile hat er jetzt nicht näher spezifiziert. Aber dann den entscheidenden Satz gesagt, naja, das sollen die doch zu Hause auf der Couch, auf ihrer Couch in ihren 4 Wänden, können sie das ja denken, aber in der Öffentlichkeit bitte, wollen wir davon verschont bleiben. Und das ist das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Also zu Hause auf der Couch habe ich in der DDR schon gedacht, was ich wollte. Und musste. Und ehrlich gesagt habe ich mir wirklich nicht vorgestellt, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer wieder so sein könnte, dass man wieder sich für Meinungsfreiheit einsetzen muss. Und man darf das nicht unterschätzen, was jetzt los ist. Ich sage auch immer, ich habe mir mein Berufsverbot in der DDR, das habe ich gekriegt 1983, da war ich schon 2 Jahre aktiv in der Bürgerrechtsbewegung. Ja? Also ich habe mir das richtig hart erarbeitet durch 2 Jahre öffentliche Aktivitäten. Heute reicht das aus, dass man, wenn man zum Beispiel ein Moderator in einem Radiosender ist, dass man auf Facebook schreibt, oh, die Pegida-Leute machen ja, also die machen wenigstens was, die thematisieren jetzt mal ein Problem, was verschwiegen wird. Und dann ist man weg vom Feld, also dann wird man rausgeschmissen. Das ist tatsächlich passiert. Frau Eva Herrmann.
Was? Ihre Kollegin. Ja, also sage ja, es gibt mehrere Beispiele. Und das ist sehr bedenklich. Und neulich hat, ich habe vorhin mit einigen darüber gesprochen, dass ich unter anderem auch Führungen in Hohenschönhausen mache, im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, wo ich selber Insassin war. Und vor, es ist jetzt schon wieder 3 Wochen her, kriegte der Chef der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, eine E-Mail. Und da stand drin, also dass derjenige, der die E-Mail schrieb, überhaupt nicht verstehen kann, dass Herr Knabe mir immer noch ein Podium in Hohenschönhausen bietet. Ich wäre doch schließlich eine bekannte Konservative. Also es reicht heute schon aus. Also man muss gar nicht mehr rechts oder rechtsextremistisch, das reicht das Label konservativ aus. Mal egal, ob es zutrifft oder nicht. Ja, ich selber würde mich als Libertäre bezeichnen, aber ist egal. Ja? So ist es zur Zeit schon. Das extreme Beispiel ist, dass die Antifa inzwischen nicht nur dazu übergegangen ist, Anschläge auf die Bahn zu verüben, um zu verhindern, dass Demonstranten nach Leipzig kommen oder Polizeistationen zu überfallen, wie es auch in Leipzig passiert ist, Farbbeutelanschläge auf Häuser von Politikern zu machen, die der Antifa nicht genehm sind, sondern die machen auch sogenannte Hausbesuche. Frau Oertel, die eine Zeit lang Pressesprecherin der Pegida war, konnte an einer Veranstaltung in Dresden nicht teilnehmen, bei der ich auch war und die dadurch berühmt geworden ist, dass Sigi Pop von der SPD im Publikum saß, also Sigmar Gabriel da war. Und Frau Oertel konnte an diesem Tag, die hatte sich angemeldet, die sollte auch ein Kurzstatement dort halten. Die Veranstaltung war von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und war geplant als eine Diskussion zwischen Pegida-Anhängern und Pegida-Gegnern. Ja. Frau Oertel konnte das Haus nicht verlassen, weil die Antifa davor stand. Die Frau hat 3 kleine Kinder, ja, alle noch unter 14. Also was das bedeutet, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht mal miterlebt hat. Ja. Und ich vergleiche das durchaus damit, wenn bei mir die Stasi vor der Haustür gestanden hat. Ja, und mit dem Unterschied immer, wenn die Stasi bei mir vor der Haustür stand, wollte sie verhindern, dass mich jemand besucht. Die Antifa wollte verhindern, dass Frau Oertel das Haus verlässt und abends bei dieser Veranstaltung ist. Soweit ist es schon. Das ja? sind doch eigentlich fast schon SA-Methoden, oder? Tja. Ja, wie gesagt, 25 Jahre danach sind wir wieder in einer Situation, wo wir eine neue Bürgerbewegung brauchen, um das wieder gerade zu rücken, was in den letzten 25 Jahren schiefgelaufen ist. Damit bin ich erstmal am Ende. Danke. Der 8. Mai war zumindest für den sowjetisch besetzten Teil von Deutschland der Übergang von einer Diktatur in die andere. Also kann man von Befreiung nicht reden. Ja. So, vielen, vielen herzlichen Dank. Aber 3 Buchstaben habe ich vermisst. Das bleibt nachgetragen, betrifft Herrn Bierwert und mich, nämlich die DSU, für die wir uns damals stark gemacht haben. Naja, die DSU. Damit meine ich aber nicht Herrn Diestel. Ja, aber man kann die DSU nicht von Herrn Diestel trennen. Also. Doch, wir waren völlig anders. Sind es auch. Ja, aber die DSU war wirklich nur eine Episode.
eine ziemlich kurzlebige Episode, weil selbst wenn die CSU am Anfang der Meinung war, sie unterstützt den Gedanken, ist sie ja dann ganz schnell wieder davor zurückgestreckt und die DSU ist sozusagen praktisch in der CDU aufgegangen. Aber Plauen mit den vielen Bürgern, die auf der Straße waren, wären ohne DSU nicht möglich gewesen. In Plauen und in Görlitz hatten die DSU die stärksten Zuwächse gehabt. Aber die wissen das. Ja, ich meine aber, das neue Forum war noch stärker und ist auch nur eine Episode geblieben. Ich möchte nochmal ganz auf den Anfang zukommen. Sie sprachen vom Parteivermögen der SED. Ja. Nochmal rückwirkendes an 24 Milliarden. D-Mark, ja. Milliarden. Milliarden. Wir reden von Westmark. Was? Wir reden von Westmark. D-Mark. Also D-Mark. D-Mark, 12 Milliarden Euro. Ja. Was ist aus den Verfahren geworden, wo man ja versucht hat, einigen Funktionären den Hintergrund der kriminellen Geldwäsche abzudichten, bei der Umwandlung des Vermögens in sauberes Vermögen? Oh, das ist wirklich ein Kapitel für sich. Also nachlesen kann man das alles. Es gab in der Legislaturperiode von 94 bis 98 einen Untersuchungsausschuss, verschwundenes DDR-Vermögen. So ein dicker Abschlussbericht kann man sich auch noch vom bestellen oder im Internet runterladen. Da kann man also mehrere Sachen, folgende Sachen feststellen. Gysi, Bri, Biski, Klaus und so weiter sind alle vor diesen Untersuchungsausschuss geladen worden und sind befragt worden nach ihrem Wissen über das verschwundene DDR-Vermögen. Die haben alle abgelehnt, die haben eine schriftliche Erklärung abgegeben und haben abgelehnt, vor diesem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort zu stehen. Mit den identischen Erklärungen, wenn sie ihr Wissen preisgeben würden, würden sie sich der Strafverfolgung aussetzen. Und dann mussten sie, glaube ich, 800 D-Mark bezahlen und dann war die Sache für sie erledigt. Strafrecht, ja. Kein Verfahren am Ende. Nein. Und irgendwann ist die Verjährungsfrist ja eingetreten. 510 Jahre. Ja, ja. Und dann hätten die Medien ja mal nachhaken können. Weil dann ist ja das nicht mehr gültig, also dass man sich der Strafverfolgung aussetzt, wenn man sein Wissen preisgibt. Aber es hat nie jemanden interessiert. Es ist kein Thema gewesen. Und es war auch kein Thema, dass es gab zwei Leute, die vor diesem Untersuchungsausschuss aussagen wollten. Das eine ist Wolfgang Langnitschke gewesen. Der hat den sogenannten Putnik-Deal gemanagt, also eine Methode der Vermögensverschiebung war, dass die SED angebliche Kredite zurückgezahlt hat, zum Beispiel an eine nicht existierende oder nur als Briefkasten existierende österreichische kommunistische Partei. Und der Langnitschke hat 120 Millionen nach Moskau geschafft und ist, ich weiß nicht mehr weswegen, aufgeflogen. Das ging unter dem Namen Putnik-Deal, ich weiß jetzt nicht mehr warum. Langnitschke war nachher bereit, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen. Leider konnte er nicht mehr aussagen, denn er hat einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten. Punkt. Und dann gab es den zweiten Mann, der dort aussagen wollte, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe. Der hat leider auch einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten. Der eine in der Schweiz, der andere in Spanien. Die Bundesrepublik hatte ja einen Untersuchungsausschuss von 420 Mitgliedern, der die Vereinigungskriminalität untersuchen sollte. Weshalb ist er nicht zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Es war ja sozusagen ein polizeilicher Untersuchungsausschuss. Heute hat er nur noch 4 Mitglieder, glaube ich. Mhm. Ja, also diesen Untersuchungsausschuss habe ich nicht angehört. Ich habe 2-3 Mal die Gelegenheit gehabt, mit dem Vorsitzenden zu sprechen, der ja inzwischen verstorben ist. Das war im Grunde genommen politisch nicht gewollt.
dass die zu einem Ergebnis kommen, oder wenn sie zu Ergebnissen kommen, ist dann ist ihnen verboten worden, das zu veröffentlichen. Einfach weil sich herausgestellt hat, dass da zu viele, zu prominente Personen irgendwie am Rande oder weniger am Rande beteiligt waren. Und das hätte ein mittleres Erdbeben ausgelöst. Mehr weiß ich darüber nicht. Das war in der ARD, als, die ARD hatte irgend so eine Sendung für Kinder, und da hat sie Pegida erklärt, für Kinder. Und als dann kam, in dem Moment, wo der Sprecher dann sagte, und bei Pegida sind auch die Rechtsextremisten dabei, da sah man im Hintergrund, da wurde im Hintergrund die deutsche Fahne eingeblendet. Sagt alles. Ja. Sie sagen, dass zum Schluss die Ausführungen, wir brauchen eine neue Bürgerbewegung. Wird sie der auch eine Chance anrollen? Na klar, wenn genügend Leute mitmachen. Immer. Also auf die Straße. Da muss den, ja, man muss ja gar nicht. Man muss ja gar nicht unbedingt auf die Straße gehen. Also wir haben ja heute durch die neuen Medien jede Menge Möglichkeiten, uns einzumischen. Ja? Wir können mit Hilfe der neuen Medien den Politikern die Hölle heiß machen. Und da müssten bloß genügend eine kritische Anzahl von Leuten mitmachen. Und ich höre dann aber immer, ach ja, und wenn ich das mache, dann erreiche ich ja sowieso nichts. Oder die hören ja sowieso nicht hin, das stimmt nicht. Ja, natürlich wird das alles registriert. Und wie gesagt, man muss gar nicht unbedingt auf die Straße gehen. Man kann heute mit einfachen Mitteln Petitionen unterstützen oder Petitionen initiieren. Man kann seinen Lokalabgeordneten von Bundestag und Landtag die Meinung geigen, und wenn es genügend machen würden, dann hätte das schon seine Wirkung. Naja, es war ja nun einfach so, dass als die erste deutsche Bundestagswahl anstand, die gemeinsame Bundestagswahl, dann war ja klar, alle hatten sich inzwischen ihre Partner gesucht. Die CDU hatte sich mit der Bauernpartei, der Ost-CDU und dem demokratischen oder Teilen des demokratischen Aufbruchs, zu denen Angela Merkel hörte, verbündet. Die SDP oder SPD hatte die West-SPD. Die liberalen Parteien hatten die FDP. Und für uns, für Bündnis 90 Grüne, wie wir in der DDR hießen, blieb da eigentlich nur die Grüne Partei übrig. Und zwei Gründe oder ein Hauptgrund, warum wir dann mit denen Vereinigungsverhandlungen geführt haben, war, es gab einen kleinen Teil der Grünen, die haben uns sehr, sehr stark unterstützt zu DDR-Zeiten. Also 1983 war das, glaube ich. Da gab es eine Delegation der Bundestagsfraktion der Grünen, die Honecker besucht hat. Delegationsleiterin war damals Petra Kelly. Und da war Otto Schily, der damals noch bei den Grünen war, dabei, Antje Vollmer. Die anderen, glaube ich, sind dann nicht mehr so bekannt oder heute nicht mehr bekannt, die da noch dazugehörten. Und dann hatte, Honecker war ganz scharf darauf, dass ihn diese diese Delegation der Bundestagsfraktion besucht, denn er hatte ja damals schon also fest im Blick, dass er mal in Bonn empfangen werden wollte. Ne? Und das war für ihn sozusagen die Eintrittskarte für seinen späteren Bonn-Besuch. Und das hat Petra Kelly, die eine ziemlich gute politische Denkerin war, gemerkt und hat gesagt, ja, wir treffen uns mit Honecker, aber die Bedingung ist, dass wir am Nachmittag
die Bürgerrechtsbewegung besuchen dürfen. Und zwar ganz offiziell. Ja? Und die haben sich dann auch, das waren 5 oder 6 Leute, diese Delegation, die haben sich dann auch auf so viele Wohnungen verteilt. Also bei Bärbel Bohley waren welche, bei dem Rainer Eppelmann, bei mir, bei Freier Klier. Und die haben uns auch weiter unterstützt. Also die haben uns Literatur geschmuggelt, die haben uns Computer zur Verfügung gestellt, weil die sind ja nicht kontrolliert worden an der Grenze, ne, wegen der Immunität. Und sie haben auch immer, wenn einer von uns verhaftet wurde, die Westpresse alarmiert. Und ja, wegen denen haben wir uns dann eigentlich auf die Verhandlungen mit den Grünen eingelassen. Dass nicht die Grünen insgesamt war, hat Bärbel Bohley, die bekannteste Bürgerrechterin der DDR, ziemlich drastisch erfahren, als wir nämlich 1988 aus der DDR rausgeschmissen worden sind, nach dieser Massenverhaftung anlässlich dieser SED-Demonstration, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich hingegangen bin, mit dem Satz aus der Verfassung der DDR. Dann sind wir ja, das sind die führenden Bürgerrechter der DDR, dann in den Westen abgeschoben worden, und Bärbel kam nach Bonn und wollte die grüne Bundestagsfraktion besuchen. Also die war eng mit Petra Kelly befreundet. Und als die ankam in den Raum, da ist über die Hälfte der Bundestagsfraktion aufgestanden und ist rausgegangen, weil die nicht mit Bärbel Bohley sprechen wollten. Also das war uns schon klar. Und ich sage immer im Nachhinein, da haben sich zwei zusammengetan, die nicht zusammengehört haben und die trotz einjähriger, intensiver Verhandlungen, also wir haben länger miteinander verhandelt, als die Einigungsvertragsverhandlungen waren, ja, nie zusammengewachsen sind. Ja. Und die wenigsten, nur noch ganz, ganz, ganz wenige Bündnis 90 Grüne, DDR-Leute sind heute noch bei den Grünen. Und wer da noch da ist, ist völlig kaltgestellt. Ja, Sie hatten ja gesprochen von diesem antitotalitären Konsens, den ich auch für außerordentlich wichtig halte, wo es immer hieß, in der alten Bundesrepublik, also wir müssen, wer Demokrat sein, wir müssen sowohl gegen Linksextremisten als auch gegen Rechtsextremisten sein. Beide Diktaturen sind schädlich. Und wie konnte sich denn die CDU und unter Frau Merkel jetzt darauf einlassen, bei diesen letzten Koalitionsverhandlungen, dass diese Demokratieklausel gestrichen wurde? Ich meine, das hätte man ja nicht zusagen müssen. Ich bin ja bei den Verhandlungen nicht dabei gewesen. Ich bin fassungslos gewesen, als ich den Koalitionsvertrag gelesen habe. Und dann habe ich Folgendes festgestellt, dass ich habe dann auch darüber geschrieben, also einen Artikel geschrieben, und vor allen Dingen darauf aufmerksam gemacht, dass sie Transphobie, Homophobie und so ein Zeug im Koalitionsvertrag haben, aber nicht Islamismus und auch nicht Linksextremismus. Und mein Sohn Philipp ist ja inzwischen Bundestagsabgeordneter, und er erzählte mir dann, dass seine jungen Kollegen zum Teil entsetzt waren, als sie meinen Artikel gelesen haben und gesagt haben, um Gottes Willen, wenn mich da im Wahlkreis jemand fragt, was soll ich denn da sagen? Also selbst den Bundestagsabgeordneten war gar nicht klar, was da in diesem Koalitionsvertrag steht. Ja? Und ich kann bloß sagen, die CDU, der ich beigetreten bin, 1996, die gibt es nicht mehr. Und zwar restlos nicht mehr. Merkel ist ja noch ein bisschen jünger als ich. Mit der Machtübernahme von Honecker Anfang der 70er Jahre, der ist 1971, glaube ich, an die Macht gekommen, hat sich das geändert. Bis Honeckers Machtübernahme ist eine Politik der Verfolgung von Religionsausübung in der DDR praktiziert worden, die beinhaltete, dass junge Leute, die sich zu einer religiösen, egal welcher religiösen Gemeinschaft sie sich bekannten, kein Abitur machen konnten, nicht studieren konnten, keine höheren Berufe haben konnten. Aber Honecker hat das beendet. Honecker hat das beendet, und zwar, weil er eben von Anfang an etwas wollte, was alle DDR-Bürger wollten, nämlich in den Westen.
Honecker hatte von Anfang an vor, eines Tages ein im Westen empfangener und also als gleicher unter gleichen empfangener Politiker zu werden. Und da war ihm klar, dass er diese Politik nicht fortsetzen darf. Der hat ja dann auch mit der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche vorgeschlagen, eine Vereinbarung mit seiner Regierung zu machen, worin die beiden Kirchen anerkennen sollten, Kirche im Sozialismus zu sein. Die Katholiken haben es ja abgelehnt, aber die evangelische Kirche unter Verhandlungsführer war damals Konsistorialpräsident Manfred Stolpe. Die hat das gemacht, die hat diese Vereinbarung gemacht und hat anerkannt, Kirche im Sozialismus zu sein. Das war sozusagen die Anerkennung der Regierung Honecker durch die evangelische Kirche. Das Abfallprodukt war ja, dass dann plötzlich Leuten wie mir sich ein Freiraum in der DDR eröffnete, weil nämlich Honecker der evangelischen Kirche dann zugestanden hat, dass staatliche Organe innerhalb von kirchlichen Räumen der evangelischen Kirche nicht intervenieren werden. Und dann ist dadurch sozusagen ein Freiraum entstanden, den Leute wie ich dann genutzt haben. Das hat sich Honecker natürlich nicht so vorgestellt, ja. Aber er hat diese Politik, also dass Leute dann nicht Abitur machen und studieren dürfen, die hat er beendet, ja. Und deswegen hat Merkel, die hat ja auch Physik studiert, da war das sowieso noch, also Ingenieur konnte man auch eventuell noch werden, oder Naturwissenschaftler, ja. Da war das in Ausnahmefällen möglich, aber mit Honecker war das, gab es diese Politik nicht mehr. Danke.